Wieso ist es nicht mehr markiert? Da hinten ist zum Plündern. Ich frage mich, wie die Riesin zu ungeladenen Gästen steht. Finden wir es doch heraus. Na, rein mit dir. Das ist nur eine Truhe, okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wieso habe ich keine Pfeile mehr? Wieso gehen mir hier die ganze Zeit die Pfeile aus? Warum sind hier nirgends Pfeile? Okay, hier sollte ich vielleicht wieder Muskelkraft einsetzen. Da sind Pfeile. Sehr schön. Alles mitnehmen. Verflucht seist du! Lang wird es nicht mehr dauern! Bis ich verflucht bin?
Komm hoch, Björn. Ich brauche Hilfe. So, das Quarz habe ich mir geholt. Ja, allerdings nicht für mich. Da hinten. Wir geben uns hier immerhin zu einem riesigen Lavasee. Da gehe ich lieber kein Risiko ein. Ah! Das ist der Traum einer jeden Feuerriesenprinzessin. Was ist das? Eine Statue. Oder es ist die echte, die sich halt mit Magma überzogen hat und jetzt so tut, als wäre sie eine Statue. Hast du dich verlaufen? Mann, bin ich gut! Kommt darauf an. Ich suche jemanden. Mir wurde gesagt, ich würde sie hier finden. Vielleicht kennst du sie. Eine Feuerriesin, etwa dein Alter. Ja, die ist wirklich hübsch. Und ihr Vater ist, wie sage ich es, ein aufgeblasener Narr, der sich für einen Gott hält. Nie von ihr gehört. Dann wird es dich sicher nicht stören, wenn ich etwas bleibe und meine Füße in dem Feuerbad wärme. Ich habe einen besseren Einfall. Ah. Kehr um. Geh dorthin zurück, wo du herkamst. Und pass besser auf, wo du hintrittst. So heißt man neugierige Besucher aber nicht willkommen. Willst du den nicht wegpacken? Warum? Hast du Angst, dass ich weiß, wie man ihn benutzt? Ich bin sicher, dass du ihn benutzen kannst. Recht passabel sogar, aber dann müsste ich dich töten. Keine Sorge, das wirst du nicht. Deinen Bruder habe ich schon auf dem Gewissen. Erst war es die Acer. Es gibt einen einfachen Ausweg. Wo bliebe denn der Fisch? Na, so schlecht bin ich nämlich auch nicht. Na, jetzt hör auf sie einzudreschen und drisch auf die anderen ein. Das war's. Lassen wir den Plunder aus dem Spiel, ja? Oh nein. Göttliche Häme. Streck mich nieder, ich ertrage es nicht. An deiner Stelle würde ich mir die scharfe Zunge für einen passenderen Augenblick aufheben. So trug kein solches Schmuckstück. Und doch hatte auch er Schwierigkeiten, damit zu sterben. Du warst das also in Atri. Welcher Zwist hat dich dazu gebracht, mit meinem Vater zu kämpfen? Er hat meinen Sohn entführt. Und nun lasse ich deinen Vater von seiner eigenen Medizin kosten. Beweg dich.
auf das ich sein Kind gegen das meine tausche. Offenbar kennst du meinen Vater schlecht. Ja. Dein Sohn. Baldr, nehme ich an. Er hat etwas, das mein Vater braucht. Und wenn dem so ist, nimmt Papa eher meinen Tod in Kauf, als deinen Forderungen nachzugeben. Wenn du deinen Sohn zurück willst, wirst du etwas weitaus Wertvolleres als mich zum Handeln brauchen. Ich, seine eigene Tochter, werde schlicht nicht genügen. Schon traurig. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum du atmen solltest. Acer, wir haben es gefunden! Oh! Was gefunden? Und weg ist sie. Was habt ihr gefunden? Acer wird nicht wollen, dass ich das sage. Acer ist nicht mehr hier. Ich schon. Der erhabene Asgards. Man nennt mich der Wütende. Und du hast meine Laune in der Hand. Ein Wandbild. Acer glaubt, es könnte ihr helfen, in ein altes Gewölbe zu gelangen. Es ist in einer Höhle. Da drüben. Und wieder ein Gewölbe. Solange es dort lebt, wird mein Sohn sein Gefangener sein. Aber wie tötet man etwas, das nicht getötet werden kann? Wenn der Tod nicht seine Schwäche ist, muss ich etwas anderes finden. Warum nur ein Pfeil? Jetzt könnte ich auch. Er hatte immer mich, Schätze. Wenn die anderen echt noch hier rumlaufen, frage ich mich, warum sie mir nicht helfen können. Ich nehme alles mit. Dann mal sehen. Albenzeichen. Einige von ihnen könnten auf Gipfel oder Berge hinweisen. Du da, kannst du mir das vorlesen? Ich kann es versuchen. Alpenrunen sind für mich schwer zu entziffern. Du wirst dich besser anstellen als ich, und das muss reichen. Wird ein altes Gewölbe erwähnt? Eine Tür, ein Geheimeingang vielleicht? Nein. Aber ich erkenne das hier. Zwei große Berge im Norden, darüber Sonne und Mond. Wer nicht? Bedauere, Ase. Wir sind einfache Bergleute, keine gelehrten uralter Schriften. Keine Sorge, ihr wart mir eine große Hilfe. Da ist mein Wandbild, Acer. Lass uns in Frieden. Dort sollte ich suchen. Ja, ich lasse euch ja in Frieden. Codex. Acer. Gemäß der nordischen Mythologie, die so ich betone ich gerne von meinen eigenen Forschungsergebnissen abweicht, war Acer Gloths Tochter. Gloths? Hä? Soweit ich herausfinden konnte, sind sie aber Geschwister und Sohn ihrer beider Vater mit verschiedenen Müttern. Das klingt schon besser. Acer war eine der besten Kriegerinnen Muspelzähm und faktisch eine Prinzessin ihres Volkes, die jemand problemlos mit bloßen Händen enthaupten könnte. Ihre Rolle in der Eroberung von Zweifalterheim ist unklar, aber es ist vermutet, dass sie mit dem Methoden ihres Vaters nicht ganz einverstanden war. Das kann gut sein. Ja, ich könnte wahrscheinlich wieder was basteln. Nach Acers knappem Entkommen will der Erhabene herausfinden, wonach sie gesucht hat. Dabei findet er etwas Dunkleres heraus. Finde das Gewölbe. Wenn es schon auf dem Weg liegt,
Wieso finde ich den Ausgang nicht mehr? Ah. Durchgemogelt. Köcher voll. Okay. Na, bleib stehen. Warum immer mich das Spiel jetzt wieder langlotsen wollte und mir denkt, dass der Aussichtspunkt gleich hier oben ist. Da, 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 da. Hier irgendwo hier ist noch so ein... So, lasst mich in Ruhe, ich will den Edelstein. Ja. Sie reichen aus, um sie auszuliefern. Oh, okay. Irgendwo hier sind Wölfe. Ich höre sie. Ach, da hinten. Da scheint er begehbar zu sein. Das muss nicht peinlich sein. Sag einfach, wenn du den Schlüssel verloren hast. Oh. Mir ist gar nichts peinlich. Ich sagte doch, dass der dämliche Fisch ihn mir abgenommen hat. Das ist interessant. Was höre ich da von räuberischen Fischen? Mein Bruder hier sagt, der verfluchte Fisch, der dieses Gewässer bewacht, hätte sich nun der Diebeskunst verschrieben. Er bewacht dieses Gewässer? Dann ist es sicher ein Ungeheuer der Tiefe. Ein Ding voller Zähne und Fangarme mit zahllosen Augen auf dem gruseligen Kopf. Eine würdige Herausforderung für den Herrn Asgards. Nein. Nein, nein. Einfach ein gewöhnlicher Fisch. Aber ein riesiger, oder? Nein. Hör auf damit. Nein, nicht besonders. Aber schlau ist er. Seit Monaten hat kein Zwerg hier auch nur einen Fisch gefangen. Und das nur seinetwegen. Gut. Und was ist mit dem Raub? Er schaffte es, meinem dummen Bruder unseren hart erkämpften Schlüssel abzuschwatzen, behauptet er. Er war sehr überzeugend. Gut, also hör mal. Wenn du den Fisch fängst, kannst du unseren Schlüssel und den Schatz, zu dem er führt, behalten. Wir wollen nur den Fisch loswerden. Was sagst du dazu? Vielleicht. Erst einmal wollen wir sehen, wozu dieses Tier in der Lage ist. Wir? Oh nein, wir bleiben schön fern. Wenn du ihn willst, holst du ihn dir. Halt uns da raus. Tja, es muss doch eine wesentlich ungefährlichere Angelstelle geben. Überall, wo Fische sind, ist eine Angelstelle.
Komm, grausames Untier der Tiefen! Du sollst nicht länger jene quälen, die dieses Gewässer aufsuchen! Stelle dich deinem Ende durch die Hand des Erhabenen! Ich hole ich mir! Warum leuchtet's da? Oder heißt das nur, ich soll da angeln? Es scheint, als koche das Wasser. Kommt da gerade wirklich ein Fisch angeschwommen von sonst da wo? Etwas hat angebissen, aber wohl kaum der Wächter dieses Gewässers. Na, schöner Fang. Aber er äußert sich nicht. Der Wächterfisch muss noch da draußen sein. Okay, also es kommt dann tatsächlich immer ein Fisch angeschwommen. Na, kommst du? Wächterfisch, komm her! Uah, der macht's mir wirklich nicht leicht. Ha. Mein Mund, was soll das denn? Ich platze doch auch nicht in Asgard herein und zerre dich aus deinem Haus. Also, bist du gar kein Fisch? Ach was. Nein, auch kein Feind. Ich war dabei, als du nach Jötunheim kamst und so viel Mehl trankst, dass andere daran gestorben wären. Ich sah, was du Suttung an jenem Tag angetan hast. Du hast ihn allein fast zu Brei geschlagen. Nur ein Dummkopf würde dich herausfordern. Jedoch hast du mich besiegt, wie es sonst niemand vermochte. Und glaube mir, viele haben es versucht. Ich schätze, du willst diesen Schlüssel? Yep. Ja, und dass du dieses Gewässer verlässt. Das werde ich nicht. Ich wohne hier. Die Zwerge respektieren das nicht. Sie wollen mich töten, ebenso wie meine schuppigen Nachbarn. Das lasse ich nicht zu. Also halte ich sie auf, jedoch verletze ich nur ihren Stolz. Ich wage zu behaupten, du würdest deine Lande mit mehr Nachdruck verteidigen. Ja, das würde ich, und ich verstehe dein Ansinnen, so seltsam es auch scheinen mag. Dann nimm diesen Preis und ich behalte den meinen. Das Leben als Fisch ist voller Wunder, die deine Vorstellungskraft übersteigen. Daher beschütze ich diese Gewässer, solange ich lebe. Dann tu das mal. Wohlan. Dann hoffe ich mal, dass die Truhe all die Mühe wert ist. Ich will doch nur am Ruder spielen. Lasst nur Bewegung im Fluss. Dann geh doch wieder rein. Ein gewitzter Fisch. Aber das ist kein normaler Fisch, das hätte man sich auch selber denken können. Kommt mein Pferd da überhaupt drauf? Ich hoffe es. Ja, gut. Aber hier wird's eng. Da hinten. Ups.